Hallo Leute, recht herzlich willkommen. Wir sind hier unterwegs zu Kalidor sozusagen. Ne? Mal gucken, ob wir noch was brauchen. Wir haben da oben einen Buggy drinne. Wir haben hier ein Triebwerk wohl. Und was haben wir noch im Rucksack? Da haben wir den Sitz für den Buggy. Brauchen wir noch was, ist die Frage, ne? Ja, wüsste ich jetzt erstmal nicht, oder? Bestimmt brauchen wir was, aber Graphit habe ich da noch. Sollte man noch irgendwas mitnehmen, was wir noch Brauchbares dazu haben? Ja, guck mal aus der Rakete da raus. Also ich würde jetzt tatsächlich was mitnehmen wollen. Einfach aus dem Grund, weil wir noch den Platz im Rucksack haben, ne? Ne, das ist jetzt hier eine schlechte Möglichkeit. Wo ist denn jetzt mein Knopf hier? So, jetzt geht's. Wolfram? Nee, würde ich jetzt nicht. Harz wäre. Na, obwohl Harz gibt es, glaube ich, auf jedem Planeten. Das werden wir da wohl finden. Genauso wie es Gemisch. Aber vielleicht können wir hier noch was von den fertigen Sachen hier mitnehmen. Zink. Aluminium ist bestimmt gut. Was haben wir hier vorne? Wolfram. Weiß ich nicht, oder? Ja, komm, nehmen wir auch einen mit. Was haben wir noch hier? Komm, Zink. Vielleicht brauchen wir noch Zink. Aber Rucksack ist, glaube ich, voll, ne? Kann das sein? Ja, dann kommen wir da nicht weiter. Da oben ist noch ein Platz. Wieso geht er denn da nicht dran jetzt hier oben? Da, jetzt ist er dran. Gut, das heißt, der Rucksack ist voll. Was haben wir da denn für ein Teil drin? Ein Verpacker, okay, das macht Sinn. Falls wir da eine große Probe haben, dann bringen wir die mit hierher, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Intro und dann fliegen wir darüber, oder? So, betreten wir die Rakete in den Orbit zu anderen Planeten. V. Kalidor hieß der, ne? Dann wollen wir nach Kalidor. Ja. Solo. Ist das da Kalidor? Ah, da ist schon Kalidor. Cool. Dann fliegen wir nach Kalidor. Ich habe keine Ahnung, ich war da noch nicht. Okay, sieht wüstenmäßig aus, oder? Okay, Landeplätze gibt es mehrere. Natürliche Lage. Natürliche Lage. Und da unten ist auch noch einer. Auch eine natürliche Lage. W wäre beschleunigen. Kann man da die andere Seite noch sehen? Da war nämlich noch. Ah, warte mal. Da ist natürliche Lage. Da war noch ein Landeplatz, oder? Vertue ich mich da? Da ist irgendwas, ne? Ah, warte mal, das ist hier so ein blauer Strahl hoch. Das ist so ein Teil da. Okay, kann man da noch mehr sehen auf so einem Planeten? Tendenziell neige ich natürlich dazu, eine Stelle zu finden, wo nicht immer dunkel ist, ne? Aber da habe ich keine Ahnung, wie das geht. Da ist auch irgendwie was. Ah, auch noch so ein Teil. Also man müsste am Pol landen, dann ist das so wie bei Sommersonnenwende und sowas, ne? Ja, wisst schon, was ich meine, ne? Dann würde ich jetzt sagen, ist es aber bestimmt der da hinten, oder? Weil, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich aber an der richtigen Achse drehe, ne? Komme ich zu dem dann da hin überhaupt? Zu dem da? Ich glaube, ich nehme den mal. Jetzt komme ich da nicht hin, oder? Doch, jetzt. Jetzt landen wir mal den. Vielleicht ist das die Stelle, wo man dann Tag-Nacht-Gleiche hat oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Oder wo es nie die Sonne aufgeht oder untergeht, keine Ahnung. Wir gehen verlassen. Jetzt sag nicht, da steht ein Buggy. Ne, ist ein Trecker, oder? Aber ist alles Schutt. Aber ein kleines Solarmodul, das ist schon mal gut. Ja, wo ist unsere Rakete? Da. Oh, da schießt wer? Habt ihr das gesehen?
Das ist nicht gut, wenn hier wer schießt. Okay, wir können auf jeden Fall schon mal Strom herstellen. Das ist schon mal cool. Dann nehmen wir den Buggy mal raus. Den können wir auf jeden Fall auspacken. Dann haben wir noch den Sitz dafür. Der ist hier. Den können wir da reintun. Und warte mal, wenn, aber das Licht ist jetzt nicht so toll. Aber eigentlich müsste man ja den da hier dran machen können und der müsste laden, oder? Wenn denn die Sonne da ist. Okay, lass mal gerade überleben. Also erstmal machen wir hier dieses Leuchtfeuer hin. Farbe ändern, ne, brauchen wir nicht. Dann packen wir hier das Wolfram hin. Keine Ahnung, wofür wir es brauchen. Genauso wie das Aluminium. Und was hat man noch? Hier Zink. Das kommt erstmal hier hin. Und das Graphit sehen wir ja auch. Lassen wir auch mal hier. So, den Verpacker, den nehmen wir mit. Aber den können wir eigentlich ans Auto stecken, ne? Und jetzt müsste nur die Sonne kommen und dann kann unser Auto fahren, oder? Das bedeutet, wir bauen einen Generator. Aber wenn wir einen Generator bauen wollen, dann brauchen wir, der Ding jetzt sag schon, gemischtes. Ach so, na, ist so ein Ding hier. Ey, wer hat da geschossen? War der das da hinten? Jo, der war das. Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Diese Pflanzen sind jetzt nicht unsere Freunde, ne? Was haben wir denn da unten? Ist das Gemisch oder ist das Zinkblender? Ah, ist Gemisch, das ist schon mal gut. Und da drüben brauchen wir irgendwas, aber keine Ahnung was. Das heißt, wir gucken erstmal, dass wir das hier gerade abbauen. Einen haben wir schon, ne? Komm, dann will ich jetzt gerade noch das zweite Mal das kriegen. Oh, hier haben wir schon was anderes. Was war das jetzt? Ammonium, gut. Ja komm, dann will ich aber gerade noch einmal mit haben. Gut, und jetzt müssen wir schnell zum Sauerstoff. Und wieder hier. Also den Sitz, den wollen wir noch auspacken, ne? Dann fährt das Auto auch nicht. Auch ganz geschickt da drauf gelegt, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das Solarpanel da... Aber es lädt, ne? Oh, ist ja schon voll. Stopp. Da liegt noch was, was wir mitnehmen wollten. Das sollte eigentlich ans Auto, ne? Der Verpacker. So. Jetzt passt's. So, und dann geht's auf die Reise, oder was? Fahren wir mal zu diesem... Oh, da ist noch so einer. Der will mich schießen. Das ist wohl Schrott. Ey, die gibt's ja hier nur. Da ist auch so einer. Aber der hat jetzt nicht geschossen, oder? Was ist das da? Forschungsprobe, okay. Da links ist auch noch so ein Tal. Nicht da links, da ist auch so ein Teil hier, was so blinkt. Ah, da muss Strom dran, ne? Ah, das wird wieder nix. Das da ist Harz, ne? Also tendenziell neige ich dann dazu zu sagen, wir müssen wahrscheinlich gucken, dass wir diese komischen Pflanzen da loswerden, die uns beschießen, ne? Da ist nämlich noch so einer. Alter, der fährt ja gut.
Das ist jetzt nicht so dolle. Was haben wir da? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall ein Loch. Und da links ist Harz und Zink. Oder ne, ist auch Gemisch. Und was da hinten? Da ist eine Basis. Region Dünen. Fahren wir doch da mal hin. Eine ehemalige Basis, oder? Okay. Schauen wir mal. Da ist das nächste Solarpanel. Sag jetzt nicht, da ist ein Sauerstoffmacher drin. Der wäre ja cool. Detritus. Geht wohl nicht. Da ist eine Energiezelle. Was ist denn hier noch intakt? Die Plattform? Oh ja, die Plattform ist auch intakt. Schutt. Die Plattform ist natürlich nicht schlecht, ne? Die ist gesperrt. Entsperren wir die doch mal gerade, oder? Oder ne, jetzt ist sie gesperrt, oder? Na, die ist zu groß, die kann ich nicht mitnehmen, aber wir müssen gerade Sauerstoff kriegen. Das ist alles Schrott hier, denke ich mal, was hier in der Erde liegt, ne, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Aber hier muss noch was Gutes dran sein. Da ist immer was Gutes an so einem Teil, oder? Okay, ich hab's gefunden und das ist das hier. Kleine Batterie. Geht auch noch in den Rucksack. Hier immer noch Rohstoffe. Lehm. Achso, der lädt gerade auf. Lehm und was haben wir da noch? Malachit, ne, oder? Ne, Wolframit ist es, okay. Ich glaube, das kann ich aber nicht mehr mitnehmen, ne? Ne. Dann lass das mal hier. Oh, hier sind so schöne Sachen bei, ne? Ich glaube, wir müssen mal gerade so ein kleines Lager bauen, ne? Können wir das hier bauen? Weiß ich gar nicht. Aber das kann ich ja trotzdem nicht transportieren, das Lager, weil das ein Buggy ist und kein Trecker, ne? Einebnungsblock, ne. Kleiner Generator geht auf Leben. Arbeitslicht, Sauerstofftank, Energiezellen, kleine Batterie, Stromverlängerung, Boostanpassung. Ich glaube, die Batterie, die sitzt auch besser hier am Auto, oder? Jetzt fall nicht so weit weg, ey. Weil den haben wir einen besseren Ladezustand. Dann brauchen wir nicht so oft irgendwie mit dem Batterie da. Da brauchen wir keinen Generator dran machen, sagen wir es mal so. Ich glaube, wir fahren erstmal zurück. Ne? Das ist jetzt vielleicht schon reichlich, was wir hier haben erstmal. Das ist nur die Frage, dahin ist unsere Rakete. Und das ist bestimmt ein Forschungsgegenstand in groß hier, ne? Stopp mal, ich habe doch den Verpacker noch da drin. Dann nehmen wir den noch mit, oder? Das ist doch ein großer Forschungsgegenstand, ne? Ja. Gut, und den kriege ich doch jetzt mit dem Verpacker in kleinen, oder? Da ist er. Genau, Forschungsprobe. Erfolgreich von Galidor eingesammelt, ne? Gut. Auf zur Rakete. Aufpassen, wenn wir nicht in welche Löcher stürzen, die hier sind. Okay, da ist auch noch ein Loch. Alter. Ist dunkel, wa? Okay, ich glaube mit der Batterie und dem Solarpanel, das wäre hier so ganz ökologisches Fahren, ne? Schießt er mich? Ne. Alter, der hätte auch schief gehen können, ne? Da hätte auch ein Loch hinter sein können, ne?
Wo ist unsere Rakete da? Der hat aber nicht geschossen jetzt, ne? Okay. So, ah, halt an. Bleib einfach stehen. Gut, Buggy ist schon mal geklärt, funktioniert. Hier haben wir schon die erste Basis sozusagen mit Grundstoffen. Wir setzen hier aber gerade noch was raus. Ja, das. Und das ist ja schon so ein Teil, was dann da rein kann im Endeffekt. Aber das können wir auch hier drin lassen zum Mitnehmen. Was ist das hier? Eine Energiezelle, okay. Die machen wir mal dahin. Forschungsproben nehmen wir mit. Ammonium würde hier bleiben. Was war das hier noch? Eine Booster-Anpassung, okay. Ja, das ist jetzt erstmal eine ganz coole Geschichte hier, oder wie sehe ich das? Die Solarzelle, die Energiezelle. Ja, die Energiezelle weiß ich auch nicht. Bringt mir nichts gerade. So, was haben wir hier noch? Hier Bier, ne, auch ein Forschungsgegenstand, schon wieder einen großen. Der Kürbis ist ein Forschungsgegenstand, Hammer. Kriege ich doch da reingepackt, ne? Weil ich habe ja noch kein Lager, dann bringt das ja noch nichts. Dann wollen wir das ja noch nicht da reintun, ne? Da links ist ein Loch. In dem Loch ist irgendwas drin, da glaube ich, oder? Ah, da haben wir abgebaut schon, okay. Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, was das hier war, ne? Ja, ist jetzt auch noch nicht ganz so wichtig, glaube. Wir sind erstmal wieder an unserer Rakete, denke ich. Und dann sehen wir zu, dass wir einmal wieder überlegen, was wir machen. Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen ausbauen. Wir brauchen ja noch einen Generator und sowas. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.